Einen wunderschönen Mittwoch. Willkommen zu der neuen Folge Town of Salem Ringed. Vom Mafioso wurden wir zum Werber. Es wird ja immer schlimmer. Och Mann, warum kriege ich immer diese Scheißrollen? Wenn wir sonst immer spielen, wenn wir Coven spielen, will ich immer böse Rollen werden. Ich will die neuen Neutrals werden, ich will die neuen Coven werden, ich will die neuen Mafia-Rollen werden. Da werde ich Town, 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 und zwar die ganzen Rollen, die wir kennen. Hier will ich Town werben, ich werde dauernd so eine Kacke wie Godfather, Mafioso oder eben Werwolf. Ist doch so ein Dreck, ja. Ist eigentlich sowas direkt, wo du sagen kannst, hier, ich bin Werwolf, lyncht mich, killt mich, habt Spaß, lief, fertig. Kommt dasselbe raus. Weil als Werwolf zu gewinnen in Ranked, das ist sowas von unglaublich schwer. Was claim ihr denn? Bin mir noch nicht sicher. Man könnte hier eigentlich den Veteran-Claim bringen. Im Notfall nämlich sagen, ja, ich habe alerted, ich wurde nicht mal angegriffen, er lügt. Geht aber danach nach hinten los, deswegen ist er wieder eigentlich saudumm, der Claim. Ich gehe auf Doktor, im Notfall und Sheriff. Das sind die Standardschwellen, die ich mir vorbereiten werde. Und je nachdem, was eben passiert, werde ich dann mal versuchen, das zu reißen. Andere Möglichkeit wäre halt auch zu sagen, ich spiele irgendwann einen auf Exe, der bereits gewonnen hat. Was aber eigentlich nur wirklich geht, wenn es halt ein SK oder ein ASO gibt. Bodyguard down, so wie zum Thema Doctor Claim, kann man direkt vergessen, wird sofort gelyncht. Brauchen wir gar nicht versuchen, weil also bei der Random Town wählst, bist du immer tot, weil es kann ja nicht sowas geben. Anyone doused? Schöne Frage. Naja, er hat wenigstens so einen schönen Anzug an. Hihi. Jetzt wird er doch angepinkelt. Coop ist wieder dabei. Letzte Runde der Janitor gewesen. He was my ugly brother. Okay. Problem ist natürlich mit dem Sheriff-Claim, dass man seit dem Update aufpassen muss, wer eventuell gejailt war. Sodass man ihm sagen kann, hier, ich habe ihn untersucht, er war gejailt oder eben nicht. Das heißt, sobald der Jailer tot ist oder jemand claimt, er wurde gejailt, muss ich das in meinem letzten Willen anpassen. Weil sonst bin ich ganz schnell außen vor. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gejailt werde, ich claim Sheriff, bin ich natürlich einerseits tot, weil danach der Jailer am Werwolf starb und ich stehe da mit Sheriff-Willen drinne. Aber halt auch wenn er weiß, Jimmy wurde nach der 1 gejailt, dann weiß er, dass ich gelogen haben muss. Deswegen ist es jetzt noch ein bisschen trickier geworden. Ich glaube, ich werde irgendwann noch sowas wie Framer reinmachen im Notfall. Mafia oder Framed, um halt glaubwürdiger zu wirken. Wen wollen wir denn tot sehen? Wir wollen mal der Survivor Claim. Honest Townie. Würde ich erstmal in Ruhe lassen. Er kann auch ein wichtiger Townie sein, das ist mir klar, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Jörger. Wir werden jetzt bei Jörger ein bisschen Party machen. Naja, nicht wirklich, wir haben nur einen gekillt. Schade. Kam nicht viele, hat nicht viele Freunde. Oh, es gab keinen Mafia-Kill. Interessant. Der Jailer. I'd die? Also ein Jailer erwischt das schon mal gar nicht so schlecht. Kill his ass. Jetzt muss er nämlich revealen. Normalerweise. Wegen des Claims und weil gleichzeitig eben gedingt würde. Na, jetzt muss er revealen. Das war echt gut. Schöner Pick von mir. Leider gab es keinen Mafia-Kill parallel. Es gibt kein Time Protective mehr. I was jailed.
Ja, Werwolf. Lustig wäre, wenn er jetzt Jester wäre. Ja, wenn er nicht revealed, ist er kein Mayor, das ist richtig. Ist natürlich für ihn dumm gelaufen. Er ist Mayor. Aber jetzt ist er wenigstens nicht mehr vom Doktor protectbar. Die Wahrscheinlichkeit auf noch einen Bodyguard ist klein. Von daher können wir jetzt da runter wählen. Vielleicht hätte ich nicht mitvoten sollen. Ja und? Was für eine Argumentation ist das denn? Ja. Will Jimmy wiederholt nochmal, dass 7 böse ist, genauso wie Ugly God. Man soll ihm aber vertrauen, ich meine, er ist der Real Jimmy. Das ist halt Schwachsinn, was hier einen sagt. Er hatte Pech. Man musste gegen ihn gehen, weil das ist so ein Mayor-Claim, ist halt so eine Geschichte. Wir wurden natürlich mit. Wir müssen so wirken, als ob wir ein wirklicher Townie sind. Jetzt würde ich in der dritten Nacht. Jetzt muss ich natürlich auch Jein wegnehmen, da will ich nicht hingegangen sein, wenn er stirbt. Na, komm, gib mir das Y. Coop is not suspicious. Night 4 werde ich dann auf den Mayor losgehen. There's to prove, no claim, he is not IMTK. Acclaimed Town Killing. Können halt beide sein. Deploy sagt Invest, Real Jimmy sei Sheriff Exe Werwolf. Exe confirmed, also wird hier geinnot. Damit kann ich leider nicht mehr den Exe-Move bringen. Ist viel zu viel Zeit, das ist so ätzend. Deswegen gehe ich jetzt mit dem Board mit. Wir hätten uns ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Da hätten wir nämlich keinen dritten Warp mehr hinbekommen, wir hätten eine Nacht verschwendet. Jetzt wäre es interessant übrigens, wenn Deploy ein echt Executioner ist, hiermit gerade dem Bösewicht in den Arsch gerettet hat, um sein Target des mit dem Vigilanti zu killen. One fake invest, five is Jester. Drei ist Invest. Oh, Blackmailer. 15 ist auch Invest. Guilty das, sagt Deploy. Ugly God claimed Spy. Mauer wird geinnot. Wegen dem Mayor. Jetzt wird's spannend. Jetzt müssen wir überlegen. Es darf halt keinen Retry geben. Sobald jetzt ein Retry kommt, sind wir wieder am Arsch. Ich meine, klar, Jailer ist direkt wieder ein Target. Bodyguard wäre direkt wieder ein Target. Kann nicht viel machen. Aber es kostet halt dann wieder eine Nacht und ich kann eh nur jede zweite Nacht killen. Was halt schon mal sehr unvorteilhaft für mich ist. Weil ich immer warten muss, bis ich wieder loslegen kann. Wir müssen in der nächsten Nacht auf jeden Fall auf den Mayor gehen. Ich muss das Risiko eingehen. Weil ich will nicht, dass er irgendwann anfängt, gegen mich zu voten. Vor allen Dingen, weil mein Towns Investigative Claim halt auch irgendwann ein bisschen verdächtig wird. Deswegen gehe ich auf Medium. No dead guys. Halt No information. Night 3. Jailer won't talk. Night 4. Still nothing. So. Oh, der Mayor ist schon tot. Cool. Das gefällt mir. Nummer 1 soll Godfather sein. 7 sei Mafioso. 5 ist Jester. Jailer's Request. Nummer 1 zu untersuchen. Von Coop. Shoot one. Eric Witch. Red Mafioso, he's immune. Dass der Mayor down ist, gefällt mir natürlich. Jetzt muss ich trotzdem aufpassen, weil die Mafia sonst, wenn es 4 Mafias sind, bin ich auch wieder schnell am Ende. Wow. Werwolf playing Jester. Ich meine, ich weiß, er ist kein Werwolf, deswegen wähle ich ihn mit. Weil ich bin Werwolf.
Sollen andere Leute guillotinen? Wenn er echt Jester ist, herzlichen Glückwunsch, hat funktioniert. Das Problem ist, wir müssen eigentlich einen von diesen lauten Typen mal loswerden, weil die nerven mich langsam. I think Ron is bullshit. 5 Invest, 4 Invest, 15 Invest. 3 Invest, Sven hat echt fies. Viele Guilties. Eins und sieben sind Mafia. Deploys Echse. Oh, er hat echt einen nicen Move gemacht. Wenn der echt Echse war, war das ein richtig schöner Move. Den Bösewichten retten, ihn damit reinreiten, wie ich es davor schon gesagt habe. Okay. Ich muss jetzt eigentlich so ein bisschen beides hinkriegen. Ich muss Mafia und gleichzeitig einen Townie mitnehmen. Sieben soll Mafia sein, fünf soll Jester sein, was unwahrscheinlich ist mit Nummer 1 Echse. Der wird sowieso bald gewählt, glaube ich. Weil der Echse-Move halt was ist, was ich halt auch gebracht hätte. Jawohl, Doppelkill ist gut. Richie said, we should get deploy. Faking Echse. Godfather erwischt, er ist confirmed Echse. Oha. Er ist halt wirklich Executioner. Jetzt müsste ich ihn eigentlich auf meine Seite ziehen. Muss ich mal sagen. Nice Exit Play. Muss man echt sagen, ey. Ugly God ist wirklich Spy. Wer war nochmal der Survivor Claim? Honest Townie. Aber das kann natürlich auch eine Lüge sein, weil der Fake Investor hat ihn untersucht. Ja. Ich will nicht wählen. Nein, bitte tu nicht sowas. Oh. Komm, die Mafia darf mich jetzt nicht angreifen. Danach muss ich einmal loslegen und ich muss ihn auf meine Seite ziehen. Der Executioner, ich brauche seine Hilfe. Das ist die einzige Möglichkeit. Das Problem ist, dass wir jetzt einen Random Town mit Spy Invest noch mehr Invests haben. Hast du irgendwie untersucht, der interessant ist? Nicht wirklich. Honest Trailer ist da. Honest Trailer, sage ich. Honest Town ist damit Confirmed Survivor. Ihn auf meine Seite ziehen, den Executioner auf meine Seite ziehen und ich habe wieder eine Chance. Der Spy weiß dummerweise, dass ich attackiert wurde, wenn ich attackiert werde. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich nicht gewählt werde. Danke. Wir bereiten es schon mal vor. Kein Kill. Interessant. 1, 2, 3. 2, 4.
Es wird schon. So, pretty prop, you are Werewolf. Dann wählen wir ihn mit. Er gehört nämlich, erst nicht Werewolf, deswegen würde ich ihn loswerden. Er auf meine Seite, er auf meine Seite. Wir haben drei Votes. 2, 4, 5. Ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt. Wird aber alles geinnot, okay. Also jetzt Key. Ja, Key kriegen ist auch okay. Damit kann ich leben. Eigentlich will ich gar keinen, oder? Ich bin jetzt gerade überlegen, was ich genau machen will. Ich will die Escort eigentlich töten, oder? Weil die Escort mich ein bisschen stört. Andererseits auch wiederum nicht. So. Also er ist Exe. Er ist Survivor. Er ist Mafioso. Ich könnte jetzt auf den Mafioso gehen und damit Escort und Mafioso auslöschen. Das wäre ein Double Kill. Dann würden zwei rausfallen. Ich könnte mit Survivor und Werwolf und mit Exe vielleicht den Vote kriegen. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Ich hoffe, dass da noch jemand hingeht. Double Kill. Werwolf und Mafioso und Escort raus. Jetzt wird's halt knapp. PTG ist tot. Die Escort. So. Es könnte ein dummer Move gewesen sein, aber ich muss eigentlich beide langsam ausmerzen, sonst kriege ich Probleme. Ich will den Executioner eigentlich nicht wählen, weil ich sein Vote brauche. Ah, das macht es mir zu kompliziert gerade. Jetzt werde ich wahrscheinlich bald hochgewortet werden. Jetzt könnte man natürlich Key wählen, weil er versucht hat, die Escort zu killen. Wenn wir jetzt ihn wählen, dann haben wir 3 Votes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ich könnte das gewinnen. Ich könnte das gewinnen. Ich versuch's jetzt einfach. Ich muss es jetzt versuchen. Ich brauche die auf meiner Seite. Sonst wird's fies. Ich kann auch nichts mehr claimen. Ich kann kein Medium claimen. Es ist halt Annie. Wurde ich attackiert. Der Spy weiß das. Das ist nicht gut.
Das gefällt mir jetzt nicht. Ich werde so. Ah, ich kann ja. Verdammt, ich hätte warten sollen. Visited. Bitte helf mir. Wenn ich jetzt Key vote, gewinne ich. Weil Deploy ist Executioner, der hat gewonnen. Jimmy ist Survivor, er ist Survivor. Ich werde Ugly Gott hin und dann hoffe ich halt einfach, dass sie mir helfen werden. Ich musste ihn jetzt loswerden. Habe ich gewotet? Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. Ja. Okay. Jimmy, wenn das echt stimmt, Jimmy Survivor, er Echse, er Survivor, dann werde ich jetzt Ugly God killen. Und ich bin cool. Na. Was ist mit Dracul? Hör, Lookout Claim und dann hier die ganzen Invest-Ergebnisse. Kate Kill 11. Ich will ganz bestimmt nicht Nummer 11 killen. Ich gehe jetzt auf Dracul. Ich habe die Votes der beiden Survivor auf meiner Seite, außer sie verarschen mich. Und der Invest confirmt ihn halt als Survivor Vampire Hunter oder Witch. Von daher ist er auf jeden Fall böse. Und dann vertraue ich ihm eher, weil er sowohl als Hexe als auch Survivor mit mir gewinnen kann. Und deswegen soll jetzt Ugly God sterben. Ich werde ganz bestimmt nicht auf Nummer 11 gehen. Why should I attack a survivor? Ich werde doch niemals einen Survivor attackieren. Aber ich habe das echt noch gewonnen. Hätte ich nicht gedacht. Zum Glück wurde ich die ganze Zeit ignoriert. Wow. Aber dieser Move war echt gut. Ich habe den Move so gemocht, den er da auf einmal rausgehauen hat, um ihn zu confirmen, den anderen reinzureiten. Der war super.
Kann der Jester sein? Jimmy Walter, dann ist okay. Ich hatte Angst, dass jetzt dann noch irgendwie hier einer von den beiden Survivor, wenn er zum Beispiel gar kein Survivor ist, sondern lügt. Aber die können mich nicht mehr voten. Wow, jetzt hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Holla die Waldfee. Das war echt nett. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.